diese Schoko-Seite gefühlt für mich wäre die. Bei mir aber auch. Mein Name ist Carsten Wilk, ich arbeite bei der DGHYP und bin als Trainee dort. Ich bin die Verena Rupp, ich arbeite als Kreditanalystin im Kreditrisikomanagement. Möchtest du anfangen? Ja, mein Name ist Diana Wanke, ich bin bei der Anform Konzern Risikomanagement tätig. Mein Name ist Sina und ich bin Mitarbeiterin im Personalmarketing. Also anderen Bewerbern würde ich auf jeden Fall den Rat geben, sie selbst zu sein während des Vorstellungsgesprächs. Dann sich natürlich zu informieren bei uns, was machen wir überhaupt, was gibt es bei uns für vielfältige Aufgabenbereiche und natürlich dann schauen, wo passe ich rein und was möchte ich auch in Zukunft machen. Vielleicht auch im Bewerbungsgespräch die Frage stellt, kann ich mir mal eure Büros ansehen? Weil da kriegst du schon den ersten Eindruck, mit wem habe ich tagtäglich zu tun, passt die Atmosphäre. Mein Team ist mein Bereich. Wir sind so 20 Leute und für mich ist extrem wichtig einfach, dass man auch persönlich gut miteinander kann und dass man sich auch mal gegenseitig einfach aushelfen kann, wenn es beim anderen eng wird. Wir haben hier nicht jeden Tag dasselbe zu tun, sondern es kommt immer irgendwas Neues rein und man muss sich auch an neue Situationen einfach anpassen. Wir sitzen ja nicht nur am Schreibtisch und haben den ganzen Tag mit Papierbergen zu tun, sondern wir dürfen auch mal raus. Wir finanzieren Sachen, die sehr beständig sind. Die wird es noch in 100 Jahren teilweise geben, wenn sie nicht gerade der Abrissbirne zum Opfer fallen. Ja, weil dann werden sie neu aufgebaut. Ja, dann werden sie neu Kommen aufgebaut, wir wieder ins Spiel. Also an meinen ersten Arbeitstag erinnere ich mich noch sehr gut. Dann hatten wir so eine Art Einführungstag und der Vorstand hat sich Zeit für uns genommen. Auf einmal steht er bei dir im Zimmer und fragt, wie es dir geht. Wir hatten eine offene Fragerunde, kleine Führung durchs Haus. Ja, aber wir wurden da mit offenen Armen empfangen, also total angenehm. Ein ganz besonderer Moment war eigentlich für mich, als ich damals in den Bereich Risikomanagement kam. Ich hatte ein bisschen Respekt einfach vor der Abteilung und ich kam da an und habe nur gemerkt, das ist ein super Team und alle Leute duzen sich und sind mega entspannt und eben nicht die Anzugträger, die man so sieht.